Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen No Moria. Hier, Moment, ich muss das hier schon mal löschen. Ich musste nämlich gerade die Aufnahme kurzzeitig verwerfen. Aber das ist nicht das Problem. Wir haben hier als Ziel ein Gnomenkönigreich aufzubauen. Und das machen wir, indem wir in die Berge reinbuddeln, schön Steine rausholen und ein bisschen Dreck und Edelsteine, indem wir unsere Gnome versorgen mit schönen Weinchen und so weiter. Für mich sind es keine Gnome, eigentlich sind es für mich Zwerge. Guck mal, die haben auch einen Bart wie ein Zwerg und so weiter. Wir nennen die einfach Zwerge, passt schon irgendwie. Wir gucken uns jetzt erstmal die Map an. Ihr seht schon, das sieht ein bisschen merkwürdig aus hier. Man hat hier verschiedene Höhenstufen, die man einstellen kann, wie weit man sieht. Die kann man dann ein- und ausblenden, weil man sich hier natürlich in die Berge hinein wurstelt. Ruckelt jetzt hier ein bisschen, weil er irgendwie ziemlich viel machen muss. Das Spiel ist von 2012. Hat jetzt hier gerade irgendwo im Humble Bundle angeboten und ich wollte es mir eigentlich schon lange sowieso kaufen, aber habe es bisher noch nicht getan. Und jetzt habe ich hier ein, zwei kurze Runden bisher gespielt, noch nicht wirklich viel, um in die Mechanik reinzufinden und dann geht das auch schon los. Also, ich hatte mir hier schon mal einen Punkt ausgedacht. Hier werden wir anfangen, erstmal in den Berg ein bisschen buddeln und der so abgeht. Wir brauchen möglichst frühzeitig, finde ich zumindest, eine Farmfläche, wo dann wir Eide anbauen können, damit wir, man kann diese auch umbenennen, Getreide 1, damit wir möglichst unabhängig werden von den wild wachsenden Pflanzen, die hier sind. Das sind wahrscheinlich Äpfel, nehme ich an. Wir haben auch schon zwei Jacken dabei, das sind unsere Kühe sozusagen, die machen uns ein bisschen Milch, da können dann unsere Leute auch noch was trinken, außer den Wein. Die brauchen wir auch noch einen Punkt, sonst reden die irgendwo sinnlos rum. Ein Pasture. Mal sehen, machen wir den hier, machen wir mal hier hin. Ja, hier. Das ist ein Pasture. Da kommt das Tier Jack rein, das darf alles an Stroh fressen. Können wir nicht erhöhen, weil wir nicht mehr haben. Passt schon. So. Das erste Stückchen ist sozusagen geplant. Und jetzt müssen wir als erstes natürlich erstmal gucken, was geht hier überhaupt ab. Oh, er speichert. Das Speichern dauert leider einen Moment, wenn man das Spiel startet. Der Autosave. Nach dem Autosave wird automatisch Pause gedrückt. Und los geht das. Oh, wir sind ein bisschen laut. Machen wir erstmal ein bisschen leiser. So. Und weiter geht's. Ja, so ist es ein bisschen angenehmer, da können wir jetzt mal ein bisschen gucken. Hier, die schaufeln jetzt hier den Dreck weg. Die Optik ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hey, das passt schon. Guck mal, was haben wir denn hier? Playball, aha. Hier, das ist ganz normaler Dreck. Ein bisschen Lehm haben wir schon gefunden. Ich drücke immer wieder Pause und dann plane ich ein bisschen weiter. Sonst vergeht die Zeit einfach nur sinnlos im Spiel. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen... ungefähr hier, noch da einen Gang buddeln. Und auch auf der ungefähr der gleichen Höhe hier einen Gang buddeln. Zack. Hier werden wir auch noch einen Gang buddeln. Da werden wir auch noch einen Gang buddeln. Wir lassen den Dreck jetzt hier erstmal liegen. Den kann man noch wegräumen lassen, indem man eine Lagerzone dafür errichtet. Aber wir sind jetzt hier erstmal wichtig auf der Suche nach Stein. Denn ohne Stein kann nichts sein. Oh, unsere... Machen wir kurz Pause. Wo haben wir denn hier schöne Bäume, die wir mal abholzen können? Hier. Machen wir mal Bäume fällen. Wir brauchen nämlich auch Holz. Hä? Nein, ich möchte keine Bäume bauen. Ich möchte eigentlich Felltree, einen Baum fällen. Wieder ein bisschen reinzoomen, damit wir dann sehen, was hier abgeht. Und dann machen wir das mal. So. Die zwei noch weg. Hier noch weg. Auch relativ viele Holzstämme, aus denen wir dann Bretter bauen können. Aus den Brettern können wir dann Werkbänke zimmern. So. Hier auch noch weg. So. Hier. Da können sich dann unsere unsere Holzfäller-Leute drum kümmern. So, wie sieht das jetzt hier aus? Findet ihr mal langsam Stein oder was? Das ist ja ein ungünstiger Startpunkt hier, ohne Stein direkt vor der Haushütte. Mal, wenn wir jetzt hier Clay abgebaut haben. Einen Clay haben wir abgebaut. Mal gucken, ob der als Stein zählt.
Workshop, Crude Workbench, weil für eine Crude Workbench brauchen wir nämlich einen Holzstamm und einen Stein. Und wir haben keinen Stein, also Clay ist kein Stein. Wichtig zu wissen. Ich bin hier selber noch nicht alle Mechaniken. So, jetzt sind wir fertig mit Buddeln, wir haben keinen Stein gefunden, das ist ungünstig, deswegen buddeln wir hier unseren schönen kleinen Weg weiter. Bis nach da hinten. Dann nochmal ein bisschen reingraben, ein bisschen Strip Mining betreiben hier. Alles kein Thema. Dann machen auch unsere Zwerge mal eine Birne. Heißt Gnome eigentlich tatsächlich Gnome? Also das Wort, das englische Wort Gnome? Heißt das Gnome oder heißt das Zwerg? Zwerg heißt doch eigentlich Dwarf. So, okay, wir haben jetzt hier Steine gefunden. Das ist ausgezeichnet. Wenn wir uns überlegen, wie planen wir das Ganze? Wie planen wir das Ganze? Ich würde vorschlagen, wir machen hier einfach unseren kleinen Arbeitsbereich rein. Indem wir hier einen Zwischenlager machen für unsere... Ne, wir machen hier das Zwischenlager für unsere Loks. Ein bisschen größer können wir da ruhig machen. 8x8 ist okay. Hier können wir den Zeug rausholen, reintun. Hier können die durch, um das Zeug wieder rauszuholen. Hier. Und dann der Gang für unsere Produktionsanlage. Machen wir ein bisschen größer. Kein Thema. Zack. Wir wollen noch ein paar Eingänge reinzimmern. Damit die Leute möglichst wenig weit laufen müssen am Ende. Und dann geht er los. Hier könnten wir theoretisch noch. Aber hier. Und das hier drüben. Genau. Ja. Haben wir noch einen kleinen Bereich, wo wir unsere Steine lagern können? Nee, das lassen wir, das lassen wir. Und trotzdem schon mal einen Raum buddeln lassen, aber. Egal. So. Hier ein Stockpile. Eine Lagerzone können wir jetzt hier machen für. Ja, genau. Hier packen wir erstmal unseren ganzen Dreck rein. In diesen Raum. Also ich werde nicht von der Optik ein bisschen täuschen. Ich kann hier mal ein bisschen mit F. Wenn ich das ein bisschen umschalten, dann sieht man hier die Wände nicht mehr. Aber ich finde das unangenehm irgendwie, wenn man die Wände nicht so richtig sieht. Ist auch ein bisschen dunkel. Aber wir können hier später noch Fackeln reintun. Hier kommt ein Stockpile für unseren Klumpertschrein. Dann werden jetzt unsere Trägerleute gleich direkt losrennen und werden den ganzen Klumpertsch halt da reintun. Da laufen sie los. Lassen sich den ganzen Shit packen, das da auf den drauf liegt. Und wie wir hier sehen, können wir hier ein bisschen raufklicken. Dann sieht man hier, wir haben hier einen Stockpile. Hier werden gerade Items gestockt und wir haben hier dort Klumpatsch. So. Und hier können wir auch gucken. Ah, hier gucken wir auf dem Dirt Pile sind gerade so viele Sachen übereinander. 64 Dreckklumpen passen sozusagen auf einen Stack, nenne ich es mal. Ja, schön die englischen und deutschen Wörter vermischen, so wie wir das gewohnt sind. Hier wuseln die kleinen Biester schon rum, das ist ausgezeichnet. Und bevor die ja nichts mehr zu tun haben, würde ich mal sagen, machen wir hier eine kleine Lagerzone für Food. Zack. Und Steine brauchen wir noch mehr. Noch mehr Steine. Steine, Steine, Steine. Oh, Stockpile. Oh, Stockpile. Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Hier kommt Holzarbeiten, hier kommt Steinarbeiten hin. Wir brauchen jetzt hier erstmal eine Lagerzone. Für alles, was aus Stein ist und alles, was aus Holz ist, außer die Baumstämme. Weil Baumstämme kann man so nicht besonders gut übereinander stapeln, außer wenn man hat solche Regale gebaut. Dann können, warum auch immer, ein Baumstamm in ein Regal reinpasst, das funktioniert. Aber hier, oh ja, machen wir als allererstes erstmal eine Crude Workbench. Das ist das, womit man anfängt. Hier kann man nämlich diese Baumstämme zu Brettern verarbeiten. Ja. Und bauen wir das. Ein Stück davon. Rest. Hier. Schön. Kleistern. Mit, nicht mit Planken, sondern mit dem Log. Verschiedene Baumarten. Aber das passt schon. Genau. Die sammeln sich jetzt hier den ganzen Kram ein. Wissen jetzt, was gebraucht wird, um das, diese Dinge aufzubauen. Die da wären, man kann sich das auch nochmal nachträglich anschauen. Wir brauchen einen Log und einen roten Stein. Roten Stein haben wir ja schon gefunden hier oben. Logs haben wir schon zerknibbeln lassen.
ein paar statt. Und jetzt fängt hier der Herr an zu bauen. Seht ihr das? Ist es nicht schön, wie er baut? Da ist es fertig. Pause. Ganz wichtig, wir gehen jetzt hier direkt rein und sagen, du machst Planks. Ja? Auf Plank. Und zwar unendlich oft. Immer wenn neue Holzstämme reinkommen, soll die jemand für uns bearbeiten zu Dingenskirchens. Na, wisst ihr Bescheid. So, unser Essen haben wir gesagt, das kommt hier erstmal rein. Food and Drink. Oh ja, oh ja, oh ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Halt, so, Rechtsklick, Build, Storage, Crate. Das sind unsere Boxen, wo Sachen reingepackt werden können. Davon haben wir von Anfang an 3 Stück. Bauen wir eine hier, 2 hier, für Futter, hier. Oh ja, unsere Planken brauchen ja auch noch ein bisschen Platz, deswegen gehen wir hier erst nochmal rein. Sagen jetzt hier, wird keine Planken da rein tun. Bitte keine Planken da rein tun. Die Planken, die machen wir jetzt extra. Stockpile. Hier so ein extra kleines Ding. Du heißt Planken. Warum ist das falsche Wort? Wir wissen, was damit gemeint ist. Das ist wichtig. So, da kommen jetzt unsere Planken rein, das kleine Ding. Und wir haben noch ein Crate haben wir noch übrig, was wir hier platzieren werden. So. Und wir haben noch, das ist für Getränke wichtig, Storage, hier unsere Fässer, 2 Stück. Gehen wir da hin. Man braucht das nämlich nicht so viel Platz. Früchte zum Beispiel und Getränke, die lassen sich nicht von Haus aus erkennen, sondern die müssen halt in Fässern bzw. in solchen Boxen gelagert werden. Im Gegensatz zu Stein. Stein kann man einfach so übereinander packen, wie man hier sieht. 64. Hohe Steine passen übereinander. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was wir anfangen müssen zu machen. Gut, Workbench, du kannst auch noch ganz viele, Planks machen. Hier können wir noch anhaken, ob dieses, ob die Dinger automatisch, wenn wir jetzt Neues bauen wollen und die Materialien dafür fehlen, ob dann automatisch nachgebaut werden soll. Das heißt, für die meisten Sachen braucht man zum Beispiel, wir machen es jetzt hier einfach mal Build Workshop Wood, und zwar einen Carpenter? Ein Carpenter? Egal, wir brauchen hier für eine Workbench einen Chair und einen Chisel. Und wir haben nichts von all dem. Das bemerkt das Spiel und wird dann für uns Sachen automatisch anweisen lassen. Hat man das so? Also eins von den beiden Dingen bekommt dann den Auftrag, hier den Krams zu bauen. Gucken wir mal hier rein. Was passiert das? Da. Er soll eine Workbench bauen. Also wir müssen uns da nicht komplett von Hand drum kümmern. Wir können ein paar Sachen auf Vorrat produzieren, aber wir müssen das nicht. Und schon geht das hier vorwärts. Nur, dass wir jetzt das richtige Ding gemacht haben. Ja, das dauert jetzt hier alles eine Weile. Währenddessen können wir uns ein bisschen um anderen Kram kümmern. Zum Beispiel können wir ein bisschen sagen, hier pflücken. Oh, wenn wir jetzt hier so viel haben. Ganze Früchte. Ja auch. Und dann gehen die ja los und pflücken die Früchte. Von den Früchten bekommen wir auch Samen, um die dann hier anzubauen. Hier ist ein bisschen sehr kleine Ackerfläche. Wir müssen gucken, dass wir eine bessere Ackerfläche bekommen. Vielleicht können wir auch unterirdisch einfach Ackerfläche betreiben. So, während wir jetzt hier cool arbeiten sind, die Leute, können wir hinten ein bisschen noch Steine bauen. Ich meine, dass hier überall noch Stein sein wird. Ein bisschen dunkel, ne? Kannst du nicht anders machen? Ja, hier sind überall noch Steine, das ist natürlich unglaublich schön. Auch viele Steine. Wichtig ist, dass nie die Grundmaterialien ausgehen. Das heißt, Stein darf nicht ausgehen, Holz darf nicht ausgehen. Im Moment haben wir noch genug, wie wir hier sehen. Und wenn das irgendwas davon halt nicht mehr übrig ist, kann das nicht mehr nachproduziert werden. Das bedeutet relativ schnell den Tod. Hier, das können wir noch machen. Wird das mal reichen. Einen Moment lang. Ja, schön die Äpfel pflücken. Warum rennt hier das eine Jack noch allein rum? Was ist das für ein Quatsch? Wir haben hier nicht genug Platz für das zweite Jack. Das ist blöd. Was ist ein Tier rein? Das ist zu klein für zwei Tiere. Verstehe ich.
Okay. Dann sollten wir uns darum kümmern, dass... Nein! Ach, Plant Trees, ist doch Quatsch. Wir sollten uns darum kümmern. Wo ist es? Wo ist es? Hier, der Kram abgebaut wird, damit wir hier unsere Tierchen hinstellen können, unsere beiden. Ich möchte nicht, dass sie so einzeln rumrennen, weil irgendwann kommen hier doch mal Gegner an und die schlachten dann vielleicht mal unsere Jacke ab oder so. Das wäre ungünstig. Sag ich mal. So. Jetzt hier den Kram schon mal reingepackt. Ja. Ist schon komplett voll. Wir können aber gucken, was befindet sich denn darin. Ja, Leaf of Bread. Wir haben da Brot drin. Das ist doch toll. Wir brauchen dringend noch solche Dinger. Können wir uns dann aber später drum kümmern. Ja, da ist es fertig gebaut. Unser Carpenter. Hier können wir nämlich Betten bauen zum Beispiel. Oder einen Tisch. Ja, oder auch die Crates und die Barrels. Wir brauchen als erstes ein paar Crates. Brauchen wir einfach mal 5. 5 davon. Die zwei Leute, die kümmern sich um den ganzen Kram. Die holzen die Bäume ab, machen daraus dann Planken und bauen anderen Kram darum. Jetzt sind die erstmal wurscht. Deswegen rennen die weg. Ich will hier nämlich mal nachgucken. Diese zwei Leute. In unserer Population sehen wir hier unsere ganzen... Sind sie jetzt wirklich weiterhin? Unsere Zwerge. Und das sind unsere Woodcutter. Denen können wir noch andere Jobs zuweisen. Wir können uns auch selber Jobs ausdenken. Aber jedenfalls die zwei sind die, die sich um den ganzen Shit kümmern. Das Problem ist... die sich im Zweifel halt nur noch um den Kram kümmern oder nur noch um den Kram kümmern, aber nicht beides gleichzeitig. Das ist ein bisschen, das wäre ungünstig, sage ich mal. Aber die teilen sich gerade gut auf, deswegen können wir dazu lassen. Das ist schön und das ist gut. Können wir mal noch gucken, was wir sonst noch so bauen müssen. In unserem Workshop für Stein brauchen wir auf jeden Fall einen Stone Cutter. Der macht dann aus den rohen Steinen, macht der fertige Steinblöcke. Das ist gut. Und weiterhin eine Stone Mansion, der kann nämlich mit diesen fertig gebauten Steinen, kann er was anfangen und daraus irgendwelchen lustigen Kram bauen. Also gut. Oh, und ja, in der Speisekammer schlafen ist natürlich super. Solange wir keine Betten haben, werden die Leute auch noch ein bisschen unruhig, glaube ich, schlafen irgendwie. Ich hoffe, das pendelt sich dann ein, wenn wir dann dafür gesorgt haben, dass sie auch irgendwo schlafen können. Mal sehen, vielleicht machen wir hier irgendwo dann die Schlafbereiche. Die Leute, wir können einen großen Schlafbereich machen oder wir können auch persönliche Zimmer für die Leute bauen. Was macht ihr da? Das fehlt mir irgendwie ein bisschen, dass man hier sieht, wie weit die mit dem Bauen sind oder so. Die machen das halt einfach. Aber hey, das passt schon. Habt ihr den ganzen Kram jetzt abgesahmt? Abgesahmt. Oh, sorry. Die Shit, den müssen wir auch mal irgendwie hinpacken. Ich mag das nicht, wenn das draußen rumliegt. Stockpile. Auch mal irgendwo. Dann mehr. Ups. Hier so. Was ist das wohl? Was ist das wohl? Food, Drink, Plant, Plant? Seed. Seeds. Da können unsere Seeds rein. Wenn der Schilder nicht so einfach rumsteht. Währenddessen können wir jetzt hier sagen, wir machen jetzt hier die Farm. Acht mal vier oder 7 mal 5? Was ist wohl besser? Mal gucken, wir können das mal so tun. Ne, keine Farm. Ach, bin ich doof. Wir können keine Farm machen. Remove Designation. Pack weg damit. Wir wollten noch Designated Area. Wo ist denn hin? Wo ist denn hin? Ist schon da. Da darf ein Jack rein. Sind sogar 3 Jack rein. Das ist gut. Wenn wir das da wieder entfernen. Man darf hier nicht einfach so mit Rechtsklick irgendwo draufklicken. Das ist ein bisschen ungünstig. Wenn ihr jetzt hier mit Rechtsklick drauf drückt, geht automatisch die Information auf. Aber ich möchte doch eigentlich hier etwas anderes damit machen. Zum Beispiel Remove the Signal. So. Und sobald jetzt hier die Leute aufwachen, werden sie sich wieder die Jagd schnappen und dorthin tragen. Boah. Ein Penny Penny machen. Noch ein bisschen uns angucken, was wir machen können. Wir können Minen, wir können die Wände einreißen, wir können aber auch Treppen bauen. Nach oben, aber auch nach unten. Also wir können tiefer in den Berg reingraben. Und in mehreren Ebenen. Das ist gut. Was aber auch gut wäre,
Vesuvs erstmal angucken. So rum. Haben wir hier irgendwo auf der Karte eigentlich Wasser? Ja, wäre Wasser. Ein bisschen mit weg. Was? Wie können wir da so lustig reingucken? So. Hier so mittendrin ein Spalt im Berg, der offen liegt. Oh, wieder ruckelt. Auch noch ein bisschen Wasser. Das ist so weit weg. Ein bisschen blöd. Aber okay. Mit unserer Distillery können wir ja auch schön was zu trinken für unsere Leute machen. Huch. So. Wir werden gleich bald eine Distillery bauen. Aber erstmal soll die hier mit ihrem Kram fertig werden. Ach so, die schlafen ja noch. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier unsere ganzen Früchte lagern, machen wir hier unsere Distillery rein. Ist mit alles hier. Zack. Dann machen wir ein Loch in die Wand. Build Workshop Food and Drink Distillery. Unsere Distillery machen. Und dann werden die automatisch die Früchte, nicht automatisch, so halbautomatisch, nee, die Früchte nehmen und dann in der Distillery zu Wein machen. Beispiel. Man kann dann auch Bier tun und so weiter. Ich würde sagen, das ist erstmal ein ganz guter Anfang für den Anfang. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Nomaria. Haut rein, bis dahin und tschaußen!